Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich befinde mich hier in Meaux, in der Nähe von Paris, etwa 40 Kilometer davon entfernt. Ich bin letzte Nacht mit dem Bus hierher gefahren und jetzt noch zuletzt mit dem Zug. Da unten sieht man die Marne. Das ist ein 514 Kilometer langer Fluss und der mündet unterhalb von Paris in die Seine. Die Marne ist übrigens schiffbar. Hier in diesem Abschnitt verläuft die Schiffsstraße über einen Kanal. Übrigens, das Städtchen werde ich heute nicht besuchen, die Kathedrale nicht. Ich war das letzte Mal drin und ihr könnt das frühere Video anschauen, wo ich die Stadt dann besucht habe. Die Sonne kommt hoch, so schön. Jetzt gehe ich dann da vorne über diese Brücke. Da kommt ziemlich viel Holz daher. Und hier noch ein Blick auf das Stadtzentrum. Noch einen Blick auf die Altstadt. Die Le Marne. Übrigens, diesen Wanderweg, den ich heute mache, führt um Paris herum. Das ist der älteste Wanderweg in Frankreich. Oder der erste, besser gesagt. Es ist etwas über 500 Kilometer lang und ich habe bis jetzt etwa so bei 200 Kilometer gemacht. Jetzt war ich schon lange nicht mehr hier und freue mich, dass ich heute wieder mal hier unterwegs sein kann. Das ist jetzt einer von den Kanälen, wo man die Stadt umfahren kann. Und ich glaube, es kommt noch ein zweiter. Da ein Blick, die Le Marne nach oben. Und da ist der größere Kanal, wo die Schiffe durch müssen. Und ich gehe jetzt hier hoch. Dann oben über diese Brücke. Da unten sieht man noch eine Schleuse. Ein Blick auf die Le Marne. Drüben die ersten Boote. Und da geht es jetzt flussaufwärts. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen wärmer wird. Es ist jetzt heute Morgen doch recht kalt. Wobei, so was er gemeldet hat durch den Tag, ist glaube ich bis 12 Grad warm. Da habe ich jetzt nicht so einen sauberen Weg. Auch das Gefühl, das hat noch nicht so vor langer Zeit auch geregnet. Zum Glück habe ich jetzt ganz
schönes Wetter. Ein Specht. Und da hier oben, wow, dieses Holz. Hä? Jetzt ist der Weg ein bisschen besser geworden. Das ist jetzt ein richtiger Wanderweg. Da drüben irgendwo werde ich ihn machen. Und ich gehe ihn jetzt noch ein bisschen entlang, bevor ich dann wieder abzweige und da einen kleinen Hügel überquere. Schaut euch mal diesen Tunnel an. Da muss ich jetzt unten durch. Und dann wird es wieder schöner da hinten. Und da unten ist wirklich ein volles Durcheinander. Und jetzt drehe ich mich um. Schönes Zentrum. Heute habe ich es wirklich nicht gut. Sehr schmutzige Wege. Sonst wäre es sehr schön da, diese Gegend. Gefällt mir sonst gut. Übrigens, den Fluss habe ich schon verlassen wieder. Bin hier schon wieder ziemlich hoch gestiegen. Schaut euch mal diesen Weg an. Oh, das ist ja fürchterlich. Zum Glück kann ich da neben dem Weg gehen. Diesen Morast. Wow. Das hätte ich jetzt nicht erwartet hier. Der heutigen Wanderung. Aber so wie es da vorne, glaube ich, aussieht, wird es wieder besser. Da noch so dornige Sachen. Wow. Wow. Fürchterlich. So. Jetzt habe ich einen kleinen Aufstieg. Da neben mir ist ein kleines Bächlein. Bin jetzt dann gespannt, was ich oben sehe. Noch einen Umblick. Dieses Feld wurde schon gepflügt. Da sieht man in ein großes Waldgebiet rein und von da unten hoch bin ich jetzt gerade gekommen. Jetzt gibt es mal einen Rundumblick. Große weite Felder. Hier vorne muss die Fahrtstraße sein nach Meo. Jetzt gehe ich dann da hier oben an diesem Acker entlang. Eine solche Sache wie heute habe ich jetzt wirklich hier noch nirgends angetroffen.
Das ist also katastrophal. Ein solchen Weg, da kann ich ja nicht im Weg gehen. Das ist unmöglich. Da saufe ich ja fast im Dreck. Jetzt gehe ich hier halt in einem Acker. Dann sehe ich es ein bisschen besser. Aber auch nicht so viel. Wäre jetzt noch schön, wenn es kalt wäre und der Boden gefroren wäre. Das wäre besser. Ich glaube, ich gehe da ins Feld. Aber wie komme ich jetzt da nach draußen? Oh, da sieht man noch ein paar Häuser unten. Das ist von Meo. Also, das ist jetzt wirklich eine Katastrophe hier. Schaut euch mal diesen Weg an da oben. Eine einzige Katastrophe. Und das soll ein Wanderweg sein. Und da hinten bin ich jetzt gekommen. Durch einen sehr, sehr schmutzigen Weg. Ich musste fast im Dreck schwimmen. Jetzt habe ich wieder ein bisschen einen schöneren. Ich hoffe, der bleibt so. Und da hier, diesen Bäumen da vorne, das sind alles Misteln. Ich kann heute wirklich fast nur Bilder von Sumpfgebieten machen. Ich komme mir vor, wie irgendwo im Donaudelta, im Sumpf dort. Das ist ja eines der größten Gebiete überhaupt in Europa mit Sumpf. Aber hier komme ich mir jetzt wirklich fast so vor. Zum Teil weiß ich fast nicht, wo ich durch soll. Und muss enorm aufpassen, dass ich nicht ausrutsche. Aber jetzt, ich hoffe, da unten hört es dann wieder auf. Doch einfach schrecklich, was da alles weggeworfen wird. Ganze Fernseher, Möbel. Und das ist die Umgebung, wo ich jetzt gerade stecke. Da vorne ist irgendwie ein Tal. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Der Weg immer so schrecklich aussieht, wie hier auch wieder. Da an dieser Stelle überquere ich die Autobahn, die von Paris nach Belgien führt. Das ist also eine ziemlich auch vielbefahrene. Und dann die Autobahn. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen in hügeligen Umgebung. Ein Meerhügel. Und da vorne hat die Autobahn eine ziemlich große Steigung. Und ich gehe jetzt hier durch diesen Weg wieder. Mit einem schmutzigen Weg. Ich habe doch jetzt einen besseren Weg, als ich zuerst vermutet habe. So finde ich ihn gut. Aber nicht so wie da. Ziemlich lange. Diesem Sumpf. Muss ich dann da in das Tal runter. An diesem Punkt sieht man sehr weit. Oh, schön da oben. Hä? Sollte da noch eine Bank stehen, aber es hat natürlich keine. Oh, ist das schön. Da vorne ist eine größere Ortschaft in Sicht. Und da ganz vorne, ich nehme das jetzt näher, sieht man Hochhäuser. Das könnte die Défense sein. Ein modernes Stadtzentrum von Paris.
So, ich habe wieder ein Dorf erreicht. Schönes Zentrum. Ich gehe jetzt hier runter, weiter. Da komme ich jetzt gerade aus dem Dorf raus. Und sobald man das Dorf verlassen hat, hat es wieder keine Häuser mehr. Da haben wir noch ein Insektenhotel. Und über diese Ebene da bin ich jetzt gekommen. Da diesen Weg hoch hier. Das hier. Doch ein bisschen mehr Hügel schon als das letzte Mal. Das letzte Mal war es immer noch flach. So schönes Wetter heute. Und da vorne komme ich auch schon wieder in ein Dorf. Durch dieses Dorf bin ich jetzt gerade erst gekommen. Jetzt habe ich wieder ein ganz kleines Dorf verlassen. Da habe ich schon mit dem Abstieg begonnen. Ich gehe jetzt da in dieses Tal runter. Da unten habe ich auch mein heutiges Etappenziel. Ja, das da unten ist schon mein Etappenziel. Kleines Städtchen. Ja, doch ziemlich schönen Ausblick in das Tal. Auch die Bahn hört da unten auf. Nächstes Mal geht es irgendwie über diesen Hügel, glaube ich. Doch noch ziemlich groß. Und schon ziemlich große Hügel da. Das muss noch von der alten Stadtmauer sein. So, jetzt gehe ich noch ein Stück in diesem Kanal entlang und nachher machen wir noch eine Stadtbesichtigung. Ich habe noch ziemlich viel Zeit, bin noch viel zu früh und mache jetzt da noch einen Teil vom Weg, wo ich eigentlich für das nächste Mal geplant hatte. Ein solcher Wassergraben.
hätte nie gedacht, dass da noch so ein großes Städtchen ist in diesem Tal. Da hat man von oben wirklich nicht das Gefühl. So viele Häuser sind. Hier beende ich jetzt meine Wanderung. Ich bin im Ziel angekommen. Auch der Stadtrundgang am Schluss war noch sehr interessant. Jetzt warte ich da auf den nächsten Zug.